atemberaubende Atmosphäre, viel zu entdecken und ein toller MMO-Shooter. Und damit herzlich willkommen zu Destiny, der Beta, Destiny Beta. Und ja, auf meinem Channel hier auf YouTube, herzlich willkommen. So, und ich hoffe mal, die Anmeldung erfolgt besser als wie in der Let's Play Live Show. Es hat ja gestern, ich nehme das Ganze ja am Samstag auf jetzt hier, es hat ja am Freitag nicht, am Anfang nicht so gut geklappt. Und ich werde jetzt auch hier im Let's Play jetzt am Anfang nicht mehr so großartig den Charakter Editor zeigen, also wo man seinen Charakter erstellt, sondern eher ich sollte vielleicht mal auch mal meine Uhr ganz schnell anschmeißen. Sonst, hoppala, mein Timer anschmeißen. Sonst weiß ich nicht genau, wann ich die Folge. Hallo, hallo, wann ich die Folge beenden muss. Hoppala. So, Entschuldigung. So, da seht ihr zwei Charaktere, die ich zur Auswahl habe. Die habe ich beide mal erstellt. Einmal den Jäger, den habe ich gestern in der Let's Play Live Show gezeigt. Und den Warlock, den ich eigentlich quasi für mich privat so spiele, den möchte ich jetzt auch hier im Let's Play nutzen. Und den wählen wir auch. Und dann geht's auch schon los. So. Also, Uhr läuft. Habe ich ganz vergessen. Ich vergesse immer die Uhr zu stellen. Meine Güte. So, jetzt kommt da unser Raumschiff an. Das Ganze geht auch dann halt im Multiplayer. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Hier Optionen. Einstellungen. Sprache. Nur Lautsprecher. Ist das jetzt hier? Das ist doch hier für Sprache, oder? Doch nicht jetzt. Denke ich mal. Vermute ich mal, dass es das ist. Verbrauchsgegenstände, Materialien, Missionen, Beutezüge. Das ist noch nur ein kleines Inventar. Zusätzliche Missionen aus dem Turm, die in der Wildnis auszuführen sind. Okay. Objekte. Hoppala. Entschuldigung. Objekte, die für deine aktuelle Mission benötigst. Aha. Nützlich zum Verbessern von Equipment und mehr. Und Vorräte und Materialien, das im Kampf verbraucht wird. Ach, das sind dann nochmal so ein paar Gegenstände, die man dann halt bekommt zum Verbessern. So, das ist mein Charakter. Ich kann mal gucken. Ich werde den Helm mal wählen. Der ist ein wenig besser. Den werde ich wählen. Ne, Moment, das war falsch. 17 und der 18. Und 13, da haben wir noch nichts mehr. 26, Spicer 7. Nehmen wir das mal. So. Alles klar. Wir wollen uns ja nicht im Menü aufhalten, sondern das Spiel zeigen. Und gehen auch direkt zur Erde. Und zwar zur Mission. Die Mission hatte ich, glaube ich, schon. Dann werden wir jetzt mal hier hingehen und starten das Ganze mal. Das dunkle Innere heißt diese Mission. Die ist beschränkt auf 1 bis 3 Spieler. Ich hatte gestern mit Freunden zusammen gespielt und das Ganze geht dann halt leider nur um 3. Berichten zufolge haben die Gefallenen im Kosmodrom die alte Himmelswacht besetzt. Vielleicht ist einer ihrer Anführer da oder etwas Wertvolles. Der Sprecher bittet die Hüter, sich das anzusehen. Dann werden wir das mal tun. Wir werden uns das mal ansehen. Nein, einige Missionen sind begrenzt auf 1 bis 3 Spieler. Was natürlich schade ist, wenn man 4 hat, naja, oder 5 Leute hat, die gerne, wo man gerne zusammenspielen möchte. So, okay, und da sind wir schon. Die Himmelswacht ist gleich hinter den Steppen. Da ist auch noch ein anderer Spieler. Und von Gefallenen umzingelt. Also, ich wäre bereit. So, wir haben schon unseren Doppelsprung. Schauen wir mal, wo wir hin müssen.
Da hinten müssen wir hin. Es sieht schon atemberaubend aus. Als Wahnsinn. So, ich habe hier auch so einen schönen, quasi so einen Doppelsprung mit so einer Gleitfunktion. Die habe ich mir verbessert. Wenn ich dann so einen Doppelsprung mache, kann ich so in der Luft noch gleiten. Boah. Hoppala. Wo ist er jetzt? Ach, der hat den schon für mich erledigt. Okay. So, wir müssen da hinten hin. Soll das Schnee sein? Ja. Und da kommt schon eine neue Ladung Gegner. Das ist übrigens unser Geist. Unser Geist, der uns immer so ein bisschen hilft. Ja. Vor dem Untergang muss es hier ganz wunderbar gewesen sein. Wow. Das glaube ich wohl. Tausende Menschen gingen an Bord der Kolonieschiffe, um neue Städte zu gründen. Und jetzt holen sich die Gefallenen die Reste. Was mit dem Gleiten ist schon eine coole Funktion vom Warlock. Da, und auf dem Berg. Das Gebäude mit dem Radar. Das ist die Himmelswacht. Jawohl. Und ja, Bungie hat ja gesagt, sie haben ja angeblich einen 10-Jahres-Plan für das Spiel. Schauen wir mal. Und am meisten ist mir aufgefallen, auch am Wochenende, jetzt am Freitag, wo ich Let's Play Live Show gemacht hatte, dass es doch zusammen sehr, sehr viel Spaß macht. Und jetzt sieht man hier mal bei den Gegnern, da sieht man halt da die Zahlen und die Lebensenergie. Das bedeutet halt, welches Level die haben und wie schwer die sind. Und dann wollen wir mal ausprobieren. Was ist das denn? Wow! Wow, das ist ja wohl mal eine geile Waffe. Kann man auch so schießen mit? Okay. Was stand da? R2, achso, R2 gedrückt halten. Ah. Wollen wir mal von hier aus dran gehen an die Gegner? Da müssen wir uns aufladen. Ah, okay. Cool. Die ist ja mal geil. Die ist aber episch. Oh, ich glaube, das wird meine neue Lieblingswaffe. Der Zerstäuber. Ja. So. Und dann sieht man, dann kommen immer so zwischendurch so ein paar Zwischengegner so auf Feldern. Jetzt natürlich allein ist das natürlich so ein bisschen... Ja, naja, ne. Ich meine, man kann es spielen, aber im Multiplayer ist das doch schon eine wahre Wonne. Da hat man eine Menge Spaß. Und vor allem, wenn hier richtig viel los ist, wenn mehrere Trupps hier unterwegs sind. Also nicht nur dann die Freunde von einem selbst, sondern auch die anderen. Von anderen Leuten, die Touren dann da hinten rum sind, gerade vielleicht neu gestartet und sowas alles. Das ist schon... Das macht schon eine Menge Spaß. So, hier oben werden wahrscheinlich wieder Gegner sein. Spezialwaffe lasse ich jetzt erstmal in Ruhe. Ja! Wow. Okay, die Gegner sind nicht dumm. Hat die auch nicht. So. Pass auf, jetzt hier. So. Du bist jetzt gestorben. So, dann... Was, wo? Hier war doch noch einer, oder? Achso, den haben wir schon erledigt. So, da haben wir Munition aufgenommen. Lassen die Gegner teilweise fallen. Jetzt können wir mal so ein bisschen hier uns umsehen. Es sieht fantastisch aus. Also ich muss ja mal... Muss ich echt mal Bungie loben. Ist echt toll gemacht. Da spawnen schon wieder die Gegner. Mein Gott, jetzt habe ich euch Schnauze voll.
Und dann gibt's halt noch so Gegner, die halt ein bisschen mehr vertragen können. Ja. Und, ja, das hat man ja jetzt gesehen. Der hat halt extra nochmal so eine extra Lebensanzeige. Und man sieht jetzt unten links am Bildschirmrand meine Granate. Die füllt sich auf. Also man kann nicht immer die Granaten werfen. Also jetzt in dieser Phase. Wir sind drin. Das war eine alte Anlage der Himmelswacht, die mit den Mondkolonien verbunden war. Und das Spiel spielt schön mit Schatten und Licht, finde ich. Eine schöne Atmosphäre bringt das. So, jetzt müssen wir hier mal... So, und jetzt ist der Respawn eingeschränkt, das heißt, jetzt kommt eine Endgegnerphase. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe und natürlich niemanden hier habe, der mich wiederbeleben kann, muss ich das Ganze immer wieder von dieser Stelle dann anfangen. Die Gefallenen haben das Tor verfehlt. Aber ich kriege es auf. So, setzen wir mal unseren Geist ein. Wenn er quasi das Tor für uns öffnet. So ein bisschen wie bei Killzone. Oder raus. So, dann heißt es für uns jetzt auf zum Zwischengegner. Was ist das? Viel Bewegung voraus. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ich habe auch ein ganz mieses Gefühl. Ich habe ein ganz mieses Gefühl, dass wir das auch nicht schaffen alleine. Uah. Oh oh. Oh oh. Hallo? Hallo? Ich bin so alleine. Das ist jetzt echt mal ein bisschen gruselig. Vielleicht hätte ich meine Facecam anmachen sollen. Hallo? Ich glaube, ich werde mal die Spezialwaffe nehmen. Oh. Das kann nicht sein. Oh. Die Schar. Wow. 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 Hui, hui, hui. Hier ist ja eine Menge los. Jungs, was ist los? Party? Party, Party, Party Time. Ich bin immer so ein kleines Schwein. Party, Party, Party Time. Du bist so ein kleines Schwein. So, So, stirb. Juhu. Ja. Das war jetzt doch eine Menge. Oh, da hinten liegt noch Munition. Die nehmen wir noch auf. Die hummern noch. Okay, können wir gar nicht. Wir sind voll anscheinend für unsere Spezialmunition. Hier hat doch gerade was geleuchtet, oder? Naja. Wir müssen wahrscheinlich hier weiter. Eine sehr dramatische Musik. Hier ist eine Hexe. Wenn du irgendwas in der Luft schweben siehst, musst du es abschießen. Oh, hier ist eine Hexe. Oh, oh. Ich glaube, ich sollte mal doch lieber die Munition für die Hexe nicht verbrauchen. Hier die Spezialmunition. So. Dann müssen wir ein bisschen mehr auf die anderen Gegner konzentrieren mit dem normalen Sturmgewehr. Weil die Hexe wird doch schon ein bisschen schwieriger werden. Ja, das kennt man ja von der Alpha-Version, das Level jetzt hier. Die Hexe ist hier! Die Hexe ist hier! Wo ist die Hexe? Hexe, Hexe, Hexe. Oh, Entschuldigung. So, wo ist denn die Hexe? Hexe, ah, da ist die Hexe. Boah, ich muss nachladen. Uah. Und da unten ist auch noch einer.
Stirb, Hexe! Stirb! Stirbt! Mein Gott! Wow! So! Das ist gar nicht so einfach. Hallo. Aua. So, nachladen. Granate werfen. Yes! Awesome! Mission abgeschlossen! Die Schar war seit Jahrhunderten nicht mehr auf der Erde. Diese Hexe kam vom Mond. Ich dachte, wir hätten die Schar dort unter Kontrolle. Die Dunkelheit könnte viel näher sein, als wir denken. Ja, sehr schön. Ja, damit haben wir die erste Mission abgeschlossen. Cool. Entschuldigung. Ja, das war so der Zwischengegner oder so vom ersten Level so ein bisschen so die Zwischengegnerin. So, mal sehen wir unsere Aktivitätenübersicht. So, 45 Kills, präzise Kills 13, Fähigkeiten Kills 7, jetzt wollte ich schon sagen 17. So, dann setzen wir mal fort und können jetzt auswählen, wo wir hinreisen möchten, ob wir weiter zum Turm wieder zurück, um uns zu verbessern, auszurüsten und sowas alles. Und, das machen wir, glaube ich, einmal, damit ich mal euch den Turm zeigen kann. So. Also, Level 3 bin ich, 225, keine Ahnung, habe ich noch nicht nachgelesen, genau. Was es ist. Ich vermute mal die Währung oder sowas. Ja, und der Turm ist halt dafür da, um halt, so Ausrüstungsgegenstände zu kaufen, neue Waffen, neue Upgrades, neue Anziehsachen. Und sowas alles. Und da trifft man dann auch auf die anderen Spieler. Also auch da, nicht nur in den Missionen, sondern auch da im Turm. Das ist quasi wie so ein Hub. So eine Hub-Welt. Und ja, von da aus startet man dann halt so die Mission, die man halt zusammen ja, machen möchte. Das ist übrigens ein Ladebildschirm. Ich habe immer gedacht, irgendwie, wenn man das in den Demos gesehen hat, in den Videos, dass man da halt selber so rumfliegen kann von Planet zu Planet, aber nein. Aber dafür kann es ja No Man's Sky oder wie es nochmal heißt. Keine Ahnung. So, da sind andere Spieler, ihr seht's. Wir sind im Hub. Und hier haben wir eine Poststelle. Ich werde mal eben nachgucken, ob ich Nachricht habe. Ja, Nachricht von Manji. Danke, dass du uns hilfst, Destiny zu testen. Dies ist unser Beta-Test, um zu sichern, dass du das alles auch unter schweren Belastungen standhält. Das wäre ohne dich nicht möglich. So, damit haben wir zusätzlich einen Bonus bekommen. Ich werde jetzt hier unten mal lang gehen. Ihr seht, das Ganze ist jetzt in der Third-Person-Perspektive. Bitte. So, Schmelztiegel, Kontakt, was? Quartier. Was haben wir denn hier? Quartier. Metall. Es ist mir eine Ehre. Drehmetall habe ich letztens schon gefunden gehabt. Das habe ich mit dem anderen Charakter gestern in der Let's Play Live schon gefunden. Und da, da kann man, konnte man was. Was ist das hier? Ah, okay, wir kommen in der Schlacht. Es gehört dir. Oh, geil. Nur das hier? Ja, ja. Ja, und hier kann man dann. Ah, okay, das ist es. Okay, ah, alles klar. Hier kann man jetzt kaufen, dann kann man auch sehen, er fordert welchen Rang. Ja, oh mein Gott. Jede Menge Sachen.
Gut. Jägervorhut. Titanvorhut. So. Es ist nur verbogen. Die Liste ist geöffnet und eingeschlossen. Alles. So. Dann werden wir nochmal da drüben hingehen. Achso, Option Charaktermenü, genau. Wir sollten mal eben uns... So, jetzt haben wir natürlich hier neue Sachen, die natürlich für uns besser sind. Zum Beispiel hier, Stärke plus 13 kriegen wir dazu noch. Ne? Die Gefahren für die Stadt zu ignorieren, heißt sich selbst vor der Wahrheit zu verschließen. Puyari? Die Niederschriften. Also 34 Resistenz und kriegen nochmal Stärke 13. Jetzt wollte ich hier nochmal kurz reingucken. So, das nächste, was wir jetzt hier kriegen, das sind unsere zusätzlichen Fähigkeiten, wo ich schon gesagt habe, dieses Gleiten und dann halt die Vortex-Granate. Und das nächste ist die Nova-Bombe. Schleudert einen exklusiven Blitz aus leere Licht auf deinen Feind, der alle zersetzt, die sich im Wirkungsbereich befinden. L1 und R1 gleichzeitig drücken. Das kriegen wir also als nächstes. So. Alter König. Oryx, toter König. Drei Worte. Dann haben wir hier den... Folgen. Immer und immer wieder. Engramm dekodieren. Jedes dekodierte Engramm wirft Licht auf ein Stück vergessener Geschichte. Ah, okay. Sehr gut. Ah. Ach, jetzt schnalle ich es auch. Ja. Und zwar, kann ich mal eben kurz zeigen, hatten wir hier doch so eine grüne Hand gehabt, falls ihr euch den Sinn könnt. Ja, kann ich noch nicht nutzen, weil ich noch nicht Level 4 bin. Und das sind so quasi wie so Blueprints. Die kann man halt, wenn man die gesammelt hat, kann man die sich bei dem freischalten lassen. Ja, dass er die dekodiert. Ah, okay, alles klar. So, dann gehen wir noch schön zum Waffenmeister. Lass uns nochmal vom Waffenmeister ein bisschen ansprechen. So. Automatische Kriegsgänge. 23. Handfeuerwaffe belohnen, die eine ruhige Hand und präzise Schüsse. Die Duke-Typ ist. Duke-Typ 10 ist ein allgemeines Basisbeispiel dafür. Vollautomatisches Kriegsinstrument eingestellt auf Präzision, auf ordentliche Distanz. Nützlich, wenn man Massen von Gefallenen angreift. Impulsivgewehr feuert in kurzen, scharfen Salven. Diese Variante des Psy... Umbra ist ein häufig anzutreffendes Beispiel, das für Arbeit auf große Distanz ausgelegt ist. Angriff, halbautomatisches Gewehr, das auf Meister schützt und Präzision ausgelegt ist. Das Psy Umbra 1 hatte ich bei den anderen Charakter, gefiel mir nicht so. Ich werde, glaube ich, hier dieses Automatikgewehr auswählen. Lass mich dir ein paar Tipps dazu geben. Nee, lass mal. Will ich gar nicht hören. Kannst du deiner Oma erzählen. So. Und wie schön das aber auch aussieht hier, ist ja der Wahnsinn. Sieht richtig toll aus. Wow. Na, hier hinten wird wahrscheinlich so ein Bitmap sein. Naja. Neue Waffe ausrüsten? Natürlich. Machen wir doch. Und dann gehen wir noch zur Schiffmeisterin. Da müssen wir jetzt auch noch hin. Ja, wie gesagt, das ist halt hier wie so eine Hub-Welt. Das Ganze. Gibt's was Neues zum Fortschritt in den Trümmerfeldern? So, und dann kriegen wir jetzt hier unser Schiff. Es gefällt dir. Da gibt es nachher noch viel, viel mehr. Man sieht's. Schiffsbaupläne, Transportmittel. Bis dann, ja. So, damit haben wir es. Wir haben jetzt nochmal hier. Was ist hier? Kann man hier auch nochmal was gucken? Und ihr seht, wie viele Leute da schon im Hub sind. Jede Menge. Was haben wir hier? Abzeichen. Und
Schmelztiegelwaffen. Oh, okay, da gibt's nochmal. Oh, oh Gott! Level 20. Oh mein Gott. Ja, also. Ja, auf in den Krieg. Auf in den Krieg! So, damit haben wir das durch jetzt hier. Soweit. Und haben das jetzt mal auch gesehen. Und man kriegt da anscheinend dann noch. Natürlich mit den anderen Leuten auch noch Waffen und sowas. Ja, das ist sehr schön. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Also, ich habe eine Menge Spaß. Also jetzt schon in der Beta habe ich schon eine Menge Spaß mit dem Spiel. Gefällt mir richtig gut. Klar, im Multiplayer natürlich noch mehr mit den ganzen Leutchen. Aber... Na gut, man kann ja nicht immer die Freunde alle zusammen haben. So, mit dem schönen Ausblick verabschiede ich erstmal mich von der ersten Folge für euch. Ja, was macht denn? Geh weg. Ich will da rausgucken. So. Und setz mich damit auf den Boden. Hab jetzt noch ein Dings im Bild, naja. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet auch wieder ein, wenn es heißt Destiny Beta. Macht's gut. Tschüss.